Na, dann wollen wir mal. Brüderchen, komm, lass uns. Mal schaust du da oben? Was ist denn da unten? Uah, Steiner, da ist nicht mehr Wasser. So, schau mal, da vorne sind Torbögen, da geht's rein. Was ist da? Was haben wir da Schönes drinnen? Eine Kiste. Ist da zugeschüttet oder kommen wir da irgendwo vorbei? Schau mal, da ist ein Kreuz. Da ist auch ein Kreuz. Eine Statue und wir kommen da auch nicht durch. Jetzt wird es aber langsam fad, bitte, wenn da alle Eingänge verschüttet sind. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir eigentlich da runter oder wo müssen wir? Darüber wahrscheinlich. Wow. Das ist eine Frage jetzt. Pass auf, wir werden uns da mal anbinden. Und werden da mal... Ups. Nein. Geh doch runter weiter. Mehr Seil geben. So. Oder müssen wir da auf die Mitte? Geht sich das überhaupt aus bis dorthin? Kann sie nicht ausgehen. Ja, so haben wir gedacht, ich werde es nicht schaffen. Man muss halt wieder mal sehr viel raten, wo man hin muss. Und ich nehme mal an, wir müssen da auf den Mittelturm. Gut, aber das war schon mal der richtige Ansatz. Das funktioniert nicht. Darüber kommen wir nicht. Das ist die Frage, wo wir sonst hin müssen. Ich meine, schöne Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Wir wollen schon lange. Wir wissen aber nicht, wie und wo es weitergeht. Alles klar. Schon langsam dämmert's mir. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? Also runter mit uns. Zack. So. Das schaut ja schon mal gut aus. Und ist da was? Ein Moment. Sam, zwecklos, Sackgasse. Ah, Scheiße. Okay, dann also wieder zurück. Da drüben sind Griffe, aber die Frage ist halt natürlich, wie kommt man dorthin? Das Seil ist nicht so lang, das ich habe. Das haben wir schon probiert. Wir kommen ja nicht einmal auf den mittleren Stein. Das geht sich auch nicht aus. Jetzt. Tja, es muss einen Weg hinübergeben. Nur wo? Dort, wo wir drin, das ist eine Sackgasse. Oben entlang gibt es einen, aber wie kommen wir da so weit rauf? Wie kommen wir da so weit rauf? Hat die Kiste was damit zu tun, was uns da hergeschoben hat?
wahrscheinlich nicht drauf. Aber wir können... Die kann man aber nicht. Die irgendwie speit sie die Kisten, die will nicht. Moment, vielleicht können wir das von der Seite. Na, die speit sie. Ah, es geht aber. Okay. Hey, hey, schau da unten. Das sind Griffe zum Hochklettern. Da unten sind Griffe zum Hochklettern. Von was redest denn du? Was soll ich denn unten machen? Ich bin da schon heroben. Warum soll ich da runter, damit ich dann nochmal da hochklettern kann? Verstehe ich nicht. Wo? Wo schaust denn du überhaupt hin? Erst? Du schaust ja auf die drübere Insel, du Pfeife. Schwingen sie sich zur Kante der Säule. Ja, wie soll man denn schwingen? Freunde, schwingen sie sich zur Kante der Säule. Schwingen sie sich zur Kante der Säule. Ah, da. Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Aha, okay. So, jetzt werden wir wieder hoffentlich nicht dagegen bölzen. So, aber jetzt sind wir hier drüben. Na wunderbar, gut. Wie geht's jetzt weiter? Dadurch einmal. Schönes Wasser. Ah, da kommt wieder mein Urlaubsfeeling auf. Bacardi. Na schau, da geht's wieder weiter. Ich komme. Jeder, der jetzt Urlaub machen möchte, darf gleich mal die Urlaubsplanung vorziehen. Wenn man das sieht, das Meer und alles, ja. Warum auch nicht? Ne? Man arbeitet ja so und so das ganze Jahr, da kann man sich ruhig jetzt einmal auch einen Urlaub. Au! Einen Urlaub genehmigen. Wenn man nicht gerade Schatz sucht oder klettert. Wie geht's dir? Gut, ich bin gerade gegen die Mauer geknallt. Aber irgendwie geht's da auch nicht weiter. Oder? Na, irgendetwas? Da geht's nirgends weiter. Da geht's tief. Okay, ab dem Zeitpunkt, wo man aber fallen kann, jetzt nicht mehr so viel passieren. Da ist Wasser. Wir können wahrscheinlich... Okay, pass auf. Schwupp. Ups. Schöner Sprung. So. Sam, hier rein. Okay. Okay, da geht noch was weiter. Da haben wir noch ein paar so Griffe. Wunderbar. Na, das schaut ja schon gut aus. Wir kommen der Sache näher. Wunderbar. Komm, rauf da. Jawohl. Hey, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem Weg. Wo bist du, Brüderchen? Ah, da quält sich da unten ab. Ist noch fest am Klettern und am Stöhnen. Da hinten gehen Stufen rauf. Wie konnte das hier niemand finden?
Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, da ist die kleine Bucht, die wir vorher gesehen haben. Aber da geht's. Ist das tief? Ja. Da geht's eh nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich dorthin, wo die Stufen sind. Das ist das einzig Wahre. Da sind Stufen. Wer macht Stufen, bitte? Stufen sind die Urarbeit. Und das mitten in der Wildnis. Schau mal, da ist ein Turm. Da geht's beim Fenster raus. Okay. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Gut, Piratengeschichten träumt jeder Junge davon. Aber dass man es dann, wenn man alt wird, auch richtig, wirklich wahr macht, von dem träumt man nicht. So, müssen wir jetzt eigentlich gerade rüber, oder? Ja. Wir müssen einfach hier. Jetzt heißt es wohl abwärts. Wir müssen rüber, so. Jetzt kommt die Gatsch-Partie. Na super. Ist da unten? Kann da was passieren? Nicht wirklich. Na, schauen wir einmal. Na, auslassen. Geklappt. Schlammcatchen von Damen ist ja was Herrliches. Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Ja, so, jetzt müssen wir aber. Jetzt müssen wir gut bei Reflex sein. Zack, geschafft. Wunderbar. Sam, komm hier herum. Was haben wir da? Da können wir uns ein bisschen waschen. Schwingt sie durch die Gegend wie der Tarzan. Jawohl! Da ist das Kind im Manne halt noch da. Oi. Scheiße. So, und jetzt sind wir herum. Bist du klar? Ja! Wow. Kinderspiel! Und wo gehen wir jetzt rein? Links oder rechts? Großer Eingang, kleiner Eingang? Okay, das ist eh nur Attrakt. Da gibt es keine Querverbindungen. Was haben wir da für ein... Avery. Das ist Avery-Zeichen. Ah, Mist. Die Grafik ist kaputt oder so. Oh, nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Ob wir die Tierter backen zum Heben, ist eine andere Frage, aber okay, bitte. Los geht's. Na gut, die Jungs sind kräftig. Mein Rücken. Scheiße. Wow. Gut erhalten, wow. Ihnen noch. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Echt schön gemacht. Hey, schieb mir nicht durch die Gegend. Schau dir das an. Was hat dieser Avery da an einerseits Maschinerie und Rätselmaschinerie gepastelt, auf der anderen Seite, was hat das an Arbeit und was hat das an Geld damals gekostet? Aber Pirat war eh scheißegal, der hat eh geplündert. Der hat sich einfach die Kohle wieder geholt. Na, schau dir das an, bitte. Das ist aber für die damaligen Verhältnisse ziemlich schweine modern. Und das über all die Jahre überdauert, wow. So, was haben wir da? Drehen. Was ist das jetzt? Okay, das ist so ein Zeichen. Puh. Drehen. Ah, sie drehen die Symbole. Ja, das hilft. Thank you.
Symbole auf den Kugeln passen nicht zu denen im Licht. Was ändert sich da jetzt, wenn ich da drehe? Aha. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt nochmal zurück. So, drehen. Na, weiter. Das ist W und hell dunkel. Okay, dann müssen wir nochmal drehen. Passt. Bewegen. Bewegen. Bitte. Was ist das? Oh, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Aldrich, Al-Basra und der, den ich mir nicht merken kann. Wer war noch gleich dieser Al-Basra-Typ? Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi Savai. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden, aber während des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulverlager der Gangi Savai. Und Avery hat ihn großzügig aufgenommen. Genau. Und der andere Kerl? Erst war er niemand. Dann wurde er ein mächtiger Schwertkämpfer. So. Bewegen, drehen. Drehe beide Symbole gleichzeitig. Ja, das könnte passen. Bewegen. Ich sehe es gerade. Wir können also... Na bitte. Jetzt musst du sie nur noch ins Licht drehen. Genau. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mace, Tariq bin Malik... Und Christopher Condit. 8 von 12. So. Ist das nur eins? 2. Okay. Hey, so, schau. Symbol auf dem Ring. Dieser Bin Malik sieht brauchend aus. Was macht er so weit weg von der Barbareskenküste? Der dreht sich also mehr als auf 4 Millionen. So. Der würde jetzt passen. Schau nur.
Mal schauen, welche Richtung sich der bewegt. So, okay. Hey, wir müssen schauen, wie weit sie daneben liegen, wenn sie im Licht stehen. So. Du hast es! Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England, Thomas Two. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha, schon seltsam. Aha, unser Brüderchen wird nachdenklich, jetzt ist Vorsicht geboten. Wieso fällt der Avery? Okay. Mal sehen. Okay, wohin jetzt? Heilige Scheiße. Da ist eine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Das geht ganz schön tief runter. Ah, jetzt zieht er wieder auch noch auf da. Wird der Himmel ganz schwarz, das ist scheiße. Schaut nach Gewitter aus. Und die Frage ist, wo schaut er hin mit seinem Fernrohr? Wahrscheinlich zeigt er uns eine Richtung. Die Frage ist natürlich, das also, Wetter Nathan, gefällt mir weniger. Sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt, verglichen mit deinen anderen Abenteuern? Frag mich das am Ende nochmal. Wo schaut er hin? Wo schaut er hin? Und wo müssen wir hin? Da ist ein Seil. Da ist ein Seil. Ah, da donnert es schon im Hintergrund leicht. Das Wetter ist nicht gut, in der Karibik schon gar nicht. Heiß dich bitte, bitte, bitte! Ist nicht gerissen. Schön. Das Boot ist da unten. Nach innen, Captain. Das Boot ist da unten. Und wenn ich mich jetzt langsam an den Beginn des Spiels erinnere, dann sind wir doch bei einem ziemlichen Wellengang unterwegs und liefern unsere Schießerei. Es rückt also immer näher. Das Kind im Manne. Schau, da ist das Tor sogar offen. Wunderbar. Warten, bis das Brüderchen an Bord ist. Ist er? Ist er nass, aber er ist da. Okay, die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. So aufgeregt mir. Zittern buchstäblich die Hände. Ja, das gefällt mir. Entweder das oder ich brauche eine Zigarette. Vielleicht etwas von beidem. So. Da ist, da ist er. Da ist er. Das nennt man wohl überlebensgroß. Ja, ziemlich groß. Und wo schaut er hin? So. Kann mir kurz den Avery besuchen. In der Hand hat er ein Fernrohr, aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Und das, Schatzinsel. Ach, das Wetter wird immer unsympathischer. Na, was ist denn? Was ist denn? Na komm. Ah, wir müssen vom Turm aus durchsehen, alles klar. Okay. Und.
Okay, Captain. Was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Eine Insel. Da. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Das war doch die Insel, wo wir vorher herumgefahren sind. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst?